Gomoje, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2. So, wir haben letzte Folge das Stahlholz bekommen, als wir gegen diesen komischen Einhorn-Yeti gekämpft haben. Und jetzt teleportieren wir uns zurück zu Hafena, um Matthias das Holz zu geben, beziehungsweise ihm die Information zu geben, dass man an das Holz wieder rankommt. Denn das braucht er ja, oder das brauchen sie hier in der Werft, um uns ein Schiff zu bauen, was widerstandsfähig genug ist, dass wir damit auch wirklich über die Weltmeere reisen können. Wow. Ihr habt das beste Holz in Nierswald ausfindig gemacht, aber da helfe ich euch gern. Es ist uns Schiffszimmermännern eine Ehre, Holz aus deinem Wald zu benutzen. Wir kümmern uns um das Fällen und den Transport. Während ihr unterwegs wart, haben wir bereits die nötigen Vorbereitungen getroffen. Hey! Auf geht's, Leute, packen wir's an. Holen wir uns massig Holz aus Nierswald. Yay, dann geht's bald auf nach Quastenfloss. And just like that, Evan had found himself the finest boat builders in all the land, and some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal, the men of Capstan set about putting together a ship fit for a king. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. Ich liebe das, das ist so schön gemacht. Wow! Krass! Oh my! Unser Schiff! Blimey! Sieht echt klasse aus. Damit sollten wir endlich nach Quastenfloss aufbrechen können. Alright. Hey Evan, ich werde dir in dein Land folgen. Naja, wenn's recht ist. Dein Auftrag war eine klasse Herausforderung und ich würde gerne mehr davon in Angriff nehmen. Außerdem muss doch jemand euer Schiff instand halten, oder? Stimmt, niemand wäre dafür besser geeignet als du. Du bist in Minneapolis herzlich willkommen. Ah, ein Glück, ich hab's nämlich schon dem Boss gesagt. Wäre ziemlich peinlich gewesen, zurückzurudern. Okay, wir haben Matthias als neues Talent. Na dann, Lein, los. Moment, Kommando zurück. Erst muss die Steuerung noch justiert werden. Flippin' heck! Was? Heißt das, wir können nicht sofort loslegen? Entschuldigung, aber da kommt ihr nicht drum rum. Dafür bringe ich euch das Schiff sozusagen bis vor die Haustür, sobald ich damit fertig bin. Dauert auch nicht lang, versprochen. Keine Sorge, wir haben genug zu tun. Genau, kehren wir erstmal nach Hause zurück und besprechen unsere weitere Strategie. Alright. Ja. Okay. Was ist Quastenfloss eigentlich für ein Land? Außer den Namen habe ich noch nie was davon gehört. Quastenfloss ist ein Land mitten im Meer. Regiert wird es von einer Königin namens Nereida. Oder Nereida? Er scheint für seine Fischgerichte bekannt zu sein. Blimey. Oh, du bist ja gut informiert. Das haben meine Recherchen im Archiv ergeben. Das Abkommen ist zwar mein Hauptanliegen, aber ich muss auch lernen, wie man ein Land regiert. Dafür ist der Besuch anderer Länder sicherlich hilfreich. Ein löblicher Vorsatz. Hey, jo. Der hat keine Hose an oder Unterhose. Evan, euer Schiff ist fertig. Es liegt wie abgesprochen an der Küste vor Anker. Du kannst jederzeit ablegen. Yes! Danke, Matthias. Auf geht's nach Quastenfloss. Jetzt geht's los. Ich freue mich. Ein neuer Tagebucheintrag. Und neue Kommentare im Mechbook. 3 Bilder, wow. Das ist Quastenfloss. Wow, ist das schön. Sieht aus wie Griechenland so ein bisschen, ne? Sieht echt aus, als ob man in eine griechische Hafenstadt versetzt worden wäre. Also ich war noch nie in Griechenland, aber so, was man so von Bildern kennt. Das Meer lindert mein Fernweh-Smoothie in der Hand. Was?
Das Meer lindert mein Fernweh, Smoothie in der Hand, Kurs auf Quastenfloss. Dieses Land schien mir ehrlicher als Katzbuckel, doch leider akzeptiert man hier keine Einwanderer. Oh. Unser neues Schiff, schreibt Shanti. Was sagt ihr zu unserem neuen Schiff? Extra klasse, oder? Es ist aus Stahlholz gebaut und es ist praktisch unzerstörbar. Jetzt können wir endlich nach Quastenfloss fahren. Und Permafrost, Nils Gefolgsmann. Das große Monster, das das stählerne Dickicht unsicher gemacht hat, wurde endlich erledigt. Jetzt kann man wieder in Ruhe im Permafrost herumstreuen. Andererseits, wer geht schon freiwillig in so einen düsteren, modrigen Wald spazieren? Tja, und der Tagebucheintrag? Eine Audienz bei der Königin. Zum Dank für die Rettung der verschwundenen Schiffszimmermänner bekommen Evan und seine Freunde das beste Schiff aus dem besten Material. Nun geht es auf nach Quastenfloss. Was unsere Freunde dort wohl erwartet? Ja, ihr Lieben, das, wir können ja gerade mal noch speichern. Ich überspeichere mal den Stand hier. So. Und dann würde ich sagen, geht's los. All together now. Alle Mann an Bord, Quastenfloss, wir kommen. Okay, Fortbewegung per Schiff. Mit dem Schiff kannst du auch weiter entlegene Orte und sogar andere Kontinente erreichen. Auch so mancher Fluss ist per Schiff zugänglich. Drücke an einem Hafen oder an einer Küste A, um von Bord zu gehen. An Steilküsten und dergleichen kannst du nicht Anker werfen. Benutzt du einen Reisepunkt zum Reisen, reißt deine Crew dir hinterher und liegt dort an der nächsten Küste vor Anker. Oh je, meine Stimme. Okay, oh, wir haben so ein Rad hinten dran. Ach, das ist cool. Hui! Wenn wir gegen die fahren, dann kämpfen wir bestimmt, oder? Ja, Flüssigskelett. Oh, Level 31, okay. Blublis! Es gibt hier noch mal mehr Erfahrungspunkte, weil die noch mehr an unserem Level dran sind. Und vor allen Dingen können wir hier natürlich auch Gegenstände finden, die für uns interessanter sind, weil sie einfach von besserer Qualität schon sind. Ah, oh, da hinten sehen wir am Horizont noch Minneapolis. Komm hier, wir können ja mal noch ein bisschen... Wir können ja den ein oder anderen Kampf mal mitnehmen. Schaden kann das definitiv nicht. Wie gesagt, so bekommen wir Gegenstände, die wir verkaufen oder sogar anlegen können, wenn wir sie brauchen können. Wir bekommen Level. Also warum nicht? Und das geht recht flott. Die Gnuffis im Hintergrund. So. Müssen wir anscheinend in die Richtung? Oh. Nein. Ein Angriff von hinten. Dann ist unser Schwert anscheinend wirklich komplett leer. Wenn wir von hinten angegriffen werden. Und wir scheinen mehr Gegner zu haben. Evan muss jetzt gerade richtig einstecken. Wir kämpfen jetzt mal mit Shanti weiter. Armer Evan. Den müssen wir gleich erstmal wieder heilen. Oh, da liegt auch noch was. Der steht zwar danach wieder auf und ist wieder fit, aber so, das sollte reichen. Halt, warte mal, jetzt muss ich gucken, dass die Gruppe wieder... Genau, sonst kämpfe ich nämlich jetzt dauerhaft mit Shanti. Ich will eigentlich gerne mit Evan weiterkämpfen. Also lieber, wir greifen die Viecher selber an, als dass sie uns dann angreifen und wir dann blöd dastehen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja.
So, den haben wir auch. Alter, gibt es viel Loot, ne? Bekommen wir doch einiges. Ja, also ich vermute... Oh! Ich vermute, dass hinter diesem Riff Quastenfloss liegen wird. Die Skelette halten ein bisschen mehr aus als die Blublis. You're welcome. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Jetzt hat er sogar noch mal mehr was von Vaiana oder Moana oder wie auch immer man jetzt den Namen nennen möchte. Den Film. Es ist ja nur deswegen auf Moana umbenannt worden, weil es mal eine italienische Pornodarstellerin gegeben hat, die als, weiß ich nicht, echten Namen oder Künstlernamen Moana gehabt hat. Und deswegen, weil Disney sich davon distanzieren wollte, oder war das, oder ist es nur in bestimmten Ländern, ich glaube, es ist nur in bestimmten Ländern so. Ich glaube, hier in Europa, weil sie gesagt haben, da kennt man sie vielleicht eher, deswegen ist dann Moana in Vaiana umbenannt worden. Wisst ihr wahrscheinlich sowieso alle, aber für diejenigen, die es nicht wissen, kleiner Funfact am Rande. So, da hinten wartet Quastenfloss auf uns. Oha. Was würde passieren, wenn wir da reinfahren? Das will ich jetzt mal testen. Aber vorher speichern wir nochmal ab. Man weiß ja nie. Zerschellen wir dann. Oi! Stopp! Selbst wenn dieser Kahn aus Diamant wäre, kriegen mich da keine 10 Pferde rein. Okay, nein, da können wir nicht rein. Das ist praktisch. Hier können wir von Bord gehen und an Land. So rum. Oh, ich freue mich. Wir sehen wieder was Neues. Dieses riesen Glubschauge da hinten. Hiya. Quastenfloss, ahoi. Mm. Was für ein tolles Wetter hier ist. Oh, so ein Wellengang ist nichts für Luftpiraten. Ein fremdes Schiff. Wir sollten Cecilius darüber in Kenntnis setzen. Yes. Ja, ich kümmere mich darum. Alright. Lasst uns zunächst herausfinden, wie wir eine Audienz bei Königin Nereida bekommen. Hm. Suchen wir uns doch einfach einen Vorwand. Wie wär's mit einem Gastgeschenk? Ob das so leicht geht? Hoffentlich gibt es hier ein paar nette Leute, die uns weiterhelfen können. Ich glaube, dass wir momentan eher, ich will nicht sagen unerwünscht sind, aber dass man uns skeptisch gegenübertritt. I will never understand why the people love you so, Leander. A weak, insipid man. But love you they do. Without you, I would be nothing. That is what they whisper, is it not? Without you, our nation would be nothing, Your Majesty. I, above all others, know this. But the people cannot know this. Foreign powers cannot know this. If they did... If they did? Then what, exactly? Then your life would be in danger. Malign forces would plot your downfall. This is the way of power. So I put myself forward. If the people see me, deal with me, they can only become discontented with me, can only wish to harm me. So all that you do for your queen. You would give your life for her without a moment's hesitation, yes?
Not without reason, Your Majesty. But if it might prolong your life for a single second, that would be reason enough. Such a death would bring honor upon me, upon my entire line. Insipid you may be, but you are occasionally amusing. You are too kind, Your Majesty. Yes. Ach so, jetzt sagen sie es wieder nicht mehr. Es wurde gemeldet, dass ein Schiff aus dem Ausland eingetroffen ist. Es soll ein höchst ungewöhnliches Schiff sein. Vielleicht handelt es sich um Reisende oder Händler. Ich verstehe. Wie auch immer es ist, wir müssen dafür sorgen, dass sie sich an unsere Regeln halten. Die Einhaltung unserer Gesetze hat oberste Priorität, aber das weißt du ja sicher auch, ohne dass ich dich daran erinnere, nicht wahr? By all means. Selbstverständlich. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Örtchen so zu bieten hat. Mhm. Genau. Hey there. Sagt mir Bescheid, wenn ihr Quastenfloss verlassen möchtet, Majestät. Das Schiff ist jederzeit bereit, den Anker zu lichten. Ja, wir haben ja in dem Buch schon gelesen, dass Quastenfloss sehr, sehr strenge Gesetze hat und dass es hier gar nicht unbedingt so extrem rosig zugeht. Ja, ihr Lieben, ich würde aber sagen, dass ich mich für heute erstmal von euch verabschiede. Morgen sehen wir uns dann wieder zu einer weiteren Folge Ni no Kuni 2 und dann machen wir uns ja auf den Weg, erkunden Quastenfloss gemeinsam und schauen mal, wie wir eine Audienz bei der Königin bekommen können. Erst einmal steht dann aber ein Rundgang auf dem Plan und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei sein würdet. Bis dahin, Notta!